Aber sonst hätten wir sie halt wieder geholt. So, was haben wir hier? Können wir hier was wegreißen? Ne, dann gehen wir halt nach oben. Aber hier ist wieder so ein gelbes Seil, von dem her dachte ich mir, vielleicht haben wir hier wieder so einen Fusion Cone. Fusion Core. Ein Fusionskern zu Deutsch. Ist das hier dann eigentlich das Villager und Pillager Update? Okay. Oh. Okay, neue Idee. Tada! Blöd darfst du nicht sein, erfinderisch musst du sein. Ne, andersrum. Blöd darfst du sein, erfinderisch musst du sein. Yay! Moin, Zettel! Hallo, Harry. Hi, Harry. Dritter? Boah, ihr stellt euch manchmal echt ein bisschen dumm an. Wisst ihr was? Vielleicht können wir jetzt halt auch zu dritt da anziehen. Können wir? Ich hab's mir noch gedacht. Nein! ja, ich wollte gerade sagen, ernsthaft, ich hab's überlebt, aber nein. Of course not. Aber ich hatte doch recht. Das ist irgendwie so ein Raum mit so einem Kabel, da wo wir so einen Fusion Core bekommen können. Nachdem wir die 637.000 Stufen runtergegangen sind. Hui. Hui. Und wir nehmen die Fackel mal mit. Können wir die Hunde vielleicht mit der Fackel bekämpfen? Ja, können wir. Okay, aber es werden immer mehr. Holy shit. Oh Gott. Ich habe schon wieder so eine Gänsehaut. Zurück mit dir. Zurück mit euch. Wir warten jetzt, bis die anderen da angreifen. Und dann ziehen wir das Ding raus. Puh, und Gott sei Dank, die hauen dann ab. Alter, so eine Gänsehaut hatte ich schon lange nicht mehr. Das Game, wie gesagt, es braucht nicht viel, aber dieses Game hat das, was es braucht, richtig gut. Also, Props. Kann ich die Fackel wieder dazu hinkriegen? Nee, weil sonst geht sie aus halt. Okay. Wie gesagt, also das, was das Game oder was ein gutes Game braucht, das hat dieses Game. Guten Sound, gute Story, eine coole Erzählweise, auch wenn sie bis jetzt, wie gesagt, noch kein einziges Wort gesprochen haben, aber das hatte nichts mit der Erzählweise von einem Spiel zu tun. Von dem her bin ich nach wie vor richtig begeistert davon. Das hat mir damals, wie gesagt, bei Limbo schon sehr gut gefallen. Das ist von denselben Entwicklern oder von denselben Machern. Es ist ja im Prinzip auch nichts anderes. Ein bisschen mehr Farbe. Limbo war ja wirklich komplett schwarz-weiß. Hier haben wir, oder war es auch sogar ein bisschen Farbe? Ich weiß es nicht. Aber hier haben wir immerhin ein bisschen Gelb und Orange. Kann aber sein, dass das bei Limbo auch schon der Fall war. So, wir gehen hoch ins Erdgeschoss. Gehen dann nach links, holen da unsere restlichen verbliebenen Buddies. Und dann sollten wir good to go sein. Schmeißen wir die Leiche noch auf das Druckfeld. Und dann war das definitiv einer der größten Herausforderungen, die wir hier bis jetzt hatten. Aber auch diese haben wir relativ gut gemeistert, wie ich meine. Oh, ich wollte gerade sagen, weh, die sind jetzt tot. Aber okay. Und selbst wenn, dann hätten wir einfach die Leichen vielleicht mitnehmen können.
Euch brauchen wir auch noch, Leute. Packt mal mit an, Jungs. Sehr gut. Schauen wir natürlich, ich glaube, dass wir hier noch mehr brauchen. Hopp. Sehr gut. Da sind noch mehr drin. Au. Ho. Okay. Okay. Wir müssen hier noch mehr anstellen können. Irgendwie. Hier kommen wir aber nicht hoch. Das ist schon wieder ein bisschen tricky. Vielleicht können wir aber uns auch... Okay, Leute, das ist jetzt nochmal ein Punkt, der ein bisschen schwieriger ist. Wir müssen die Leute mit dem Minecart irgendwie da oben rausbekommen. Aber wie? Vielleicht mit genug Schwung? Ah ja, ja, doch, 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 das klappt schon. Und dann im letzten Moment nach oben ziehen. Oh yeah, easy going, wollte ich gerade sagen, und dann hätte es fast nicht gereicht. Aber es hat gereicht. Sehr schön, sehr schön. Das war nochmal ein kurzer Denkfehler da, aber... Ansonsten sehr, sehr nice. Jetzt haben wir hier eine richtige Horde dabei. Ich fühle mich ein bisschen wie ein, was weiß ich, Walking Dead. Aber wenn meine Berechnungen richtig sind, nicht, dass ich nachgezählt hätte, müssten wir jetzt aber alle haben. Zumindest weiß ich nicht, ob wir sonst noch irgendwo welche übersehen hätten. Von dem her probieren wir es einfach mal aus. Vielleicht haben wir sogar auch viel zu viele. Weil allein das hier schauen mir schon relativ viele aus. So, die beiden sind jetzt auch mit dabei. Und es gehen zwei ab. Und das ist die Leiche. Und das bin ich. Und dann geht die Tür auf. Sehr schön. Und sobald wir runtergehen, geht die Tür wieder zu. Das heißt, wir müssen uns beeilen. Oh, oder doch nicht. Einmal auf, immer auf. What the fuck? Okay, das war mal ein Blitzschlag. Donnerschock-Attacke. What the fuck war denn das? Problem ist, diese Kiste, die hilft uns rein gar nichts. Die stand uns die ganze Zeit eigentlich nur im Weg. Puh. Wir müssen warten dann immer hier. Ich hoffe, wir sind noch nicht zu weit vorne. Ne. Mit dem Ding können wir hier die Seite aufmachen. Okay. Und sobald wir loslassen, geht die Seite wieder runter, aber die andere Seite geht hoch. Nee, tu sie eben nicht. Ah, okay. Alles klar, ich habe verstanden. Ein richtig Hammerteil hier. Was auch immer das sein soll. Aber wie gesagt, das macht dieses Spiel echt unglaublich geil.
Was bringt uns das Ding? Macht das diesen Wind? Nee, okay. Gut, dann weiß ich schon. Wir müssen uns damit quasi an der Leiter Schutz geben. Es könnte eigentlich schon zu weit sein. Wir werden es aber trotzdem probieren. Sehr gut. Okay, das hat sehr gut geklappt sogar. Schauen wir mal, wie weit wir kommen. Ich wollte gerade sagen, weil der nächste, den werden wir so schnell nicht schaffen, glaube ich. Das heißt, da müssen wir nochmal dann ein bisschen was überlegen. Ich glaube, dass wir aber den hier brauchen. Da hinten bräuchten wir ihn zwar auch, aber da hilft uns nichts mehr, glaube ich, weil wir da nicht hochkommen. Wir probieren es aber trotzdem aus. Schauen wir mal, vielleicht schaffen wir es, ja? Ja, ich habe es mir fast gedacht. Nee, also den brauchen wir definitiv da links. Das sind echt Schockwellen, das ist echt krass. Aber wie kommen wir bis da drüber? Das ist jetzt wirklich schwierig. Weil wir kommen auch hier nicht mehr zurück dann. Uns das Blätter. Aber ich hab. Vielleicht können wir in diese Turbine da rein. Oder was auch immer das ist. Das könnte noch klappen. Schauen wir mal. Vielleicht können wir eben da in das Teil da reingehen. Oh Gott, ernsthaft? Wie willst du das denn schaffen? Also eins steht fest, wir müssen definitiv hier hoch, wir brauchen definitiv dieses Teil, weil wir würden es ohne nicht bis ganz nach oben schaffen. Ich sehe aber auch sonst keine Möglichkeit darüber. Alter, wir waren noch fast drin. Wir waren fast drin, Leute. Das ist definitiv the way to go. Aber das muss entweder so knapp abgestimmt sein. Oder wir übersehen hier noch irgendwas Wichtiges. Aber da können wir definitiv rein. Ach, schon wieder? Hä? Ist echt beschissen. Hm.
Okay, Leute, neuer Plan. Ich glaube, wir müssen das Ding am Laufen halten. Wir bringen uns noch mal kurz um. Das Ding, glaube ich, dürfen wir nicht anhalten komplett. Sondern es muss in Bewegung bleiben. Wir können es zwar abstimmen, dass wenn da der Donnerschock kommt, es genau oben ist. Aber wenn ich mich frage, wie das gehen soll. Ne. Schaffst du so nicht. Es ist richtig, richtig schwierig, Leute. Also ich weiß, glaube ich, mittlerweile, was das Game von mir will. Aber wie ich es umsetzen kann, weiß ich noch nicht. Wir machen jetzt mal so, dass wenn hier die Donnerschock-Attacke kommt, jawohl. Das war's, Leute. Und jetzt hört sich's aber mittlerweile anders an, was ich nicht so geil finde. Okay, und jetzt schaffen wir es auch darüber. Jawohl, Leute. Perfekt. Sehr schön. Ich glaube, wir müssen es ziehen, bevor die Donnerschock-Attacke kommt. Und dann können wir uns raufstellen. Jawohl. Ob das so klug ist, weiß ich nicht. Da hausen ein paar Leute da in der Gegend rum. Krasser Scheiß. Bin mir nicht ganz sicher, was das mit den gelben Lichtern zu bedeuten hat. Ja, mal sind die an, mal sind sie aus. Auch was das Ding hier zu bedeuten hat. Es ist dann immer wieder unten und da müssen wir auf jeden Fall dann zur richtigen Zeit unten sein. Okay. Oh. Okay. Die Rohre sind noch nicht ganz einkalkuliert gewesen. Aber das hier stimmt auf jeden Fall schon mal. Ich glaube, wir müssen dann im richtigen Moment genau hinter diesem Bereich sein. Und dann schaffen wir es bis unten. Sehr schön. Sehr, sehr schön.
Okay. Puh. Eine richtig krasse Szene wieder. Richtig, richtig geil.